Habt ihr Spaß? Ja. Ah, das hier vorne ist auch eins meiner experimentellen Türmchen. Da probiere ich immer, was machen wir denn heute? Und dasselbe, was wir jeden Abend versuchen. Geil, aber es ist noch nicht Abend. Jeden Tag versuchen. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Dako und die Tina. Yep. So, hier rein, Tür schließen. Das Bedürfnis, iMovie rauszukramen und eine Montage mit Jacke und Tina auf das Pinky und Brain Intro zu schneiden. Hallo. Hi. Du Iro, ich glaube, die beiden sollten wir alleine lassen. Ich habe schon einmal geerntet für dich gerade und alles reingelegt. Ah, super. Bienen! Oh, Bienen! Moment, was machst du denn? Warum baust du deine Tür hin? Ich hab die gerade aus. Hat er das Bedürfnis, eine Tür zu bauen? Ich glaube, ich hab das alles noch vom Weihnachtsdorf im Inventar. Achso, und Iro, ich habe mir gestern übrigens mal den Honigblock angeguckt. Du kannst ja auch Honigblöcke craften. Ja. Der sieht echt schön aus. Also, das ist auch einer, mit dem könnte man so in Häusern so automatische Konstruktionen wie Crafting Table, die rein- und rausfahren, bauen und so weiter. Und selbst wenn man die sehen würde, es würde nicht immer schlecht aussehen, weil der dieses Gelb ist echt schön. So, bitte. Aua! Also, du kannst dir gerne aus dem aus den Kisten ein paar Blumen nehmen und gucken, ob du Bienen gepaart kriegst. Da hast du ja Erfahrung drin im Bienenpaaren. Ah! Ich bin hier versuchen, noch was Musik anzumachen und ich kriege ganze Schläge von Tina. Ich werde jetzt erstmal einen Schluck trinken, Iro. Ja, das geht auch. Ich wollte eigentlich schon seit einer Stunde mehr was zu essen holen. Ich habe mir jetzt schon fast einen kompletten Liter hohes C in den Kopf geballert. Vitamin C! Ja, aber zu viel ist auch nicht gut, dann scheidet das der Körper wieder aus. Das ist nur ein sehr teurer Urin dann. Ja, scheißegal. Erstens ist es lecker und zweitens ist Vitamin C nie verkehrt. Und wie gesagt, wie du schon sagst, alles, was du zu viel hast, scheidet der Körper halt eh aus. So. Ey! Könntet ihr aufhören, euch zu prügeln? Das ist nicht richtig, um. Jo, das nennt sich nicht prügeln, das sind Menschen, die finden das verstörend. Bah. Ja, genau. Komm her, Jacko, du Sau. Au, oh. Doch nicht ins Gesicht. Komm, gib's dir, Jacko. Das bin ich um. Oh, Jacko. Ich hätte dich sogar beinahe um die Kiste geschleudert. Bitte aufhören. Ansonsten muss Iro bald sein Rating für seine Let's Plays umändern. FSK 21. Mein Rating ist eh, dass ich kein Content für Kinder mache, von daher. Ja, das ist bei deinen manchmaligen. Oh, Jacko. Oh. Aus der Zanne. Jetzt gerade noch Sitz auf Tina. Und was hast du so gemacht, Emmy? Ja, ich stand in Minecraft in der Bienenfarm und wir haben uns gegenseitig auf den Arsch gehauen. Oh, oh. Hey, einmal reicht. Alles gut, Iro? Ja, alles gut. Alles gut. Wie darf ich dir da meinen Liebesprügel zeigen? Aber doch nicht mit dem Schwert. Das ist nicht Schwert, das ist. Ich brauche ein Enchantment Table. Ich musste das Schwert in Liebesknüppel umbinden. Also, wenn wir das machen, bitte dann nimm die Fackel aus der Hand. Das ist komisch. Wie? Emmy, wenn du das Texturpaket von uns kennst, dann weißt du genau, wie die Fackeln aussehen. Aha. Das ist dann. Okay, mit der Hähnchenkeule ist es auch nicht besser. Jo, was ist los? Du bist so still. Tina. Ich lass euch einfach reden. Da muss er das nicht tun. Tina, ich hab dir jetzt einen Link geschickt zu einem Twitch-Clip. Dieser Twitch-Clip wird dich sehr belustigen. Das ist das Ergebnis von Jacko, Iro und mir um 3 Uhr morgens. Wo wir meinten, echt lustig zu werden.
schaust dir mal im Laufe des Tages an. Ist echt lustig. Hast du gerade meinen Kopf gesprengt? Ja. Der Titel des Clips lautet Bettina Sauer. Mein Kopf gesprengt? Ja, das war auf so einer Created World um 3 Uhr morgens. Da bin ich so vorbeigelaufen und dachte mir so, ich hab mich hingestellt. Jungs, guck mal zu, das passiert, wenn Tina echt sauer auf mich wird. Wumm. Lauf hinterher, ich halte die Kamera drauf. Lass mich doch wenigstens wissen. Passt nur auf, dass ihr die Bienen nicht trefft. Ui, ui, ui. Sonst seid ihr tot. Ihr findet sie mich nicht. Ich hab sie tatsächlich aus den Augen verloren. Wie gibt's denn das? Jo, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, Bienen paaren, Honig ernten, gucken, nein, dass alle Bienen genug Platz haben. Blümchen, egal welche? In der Kiste sind rote Blümchen drin, en masse. Sir. Tina! Ich würde gerne wissen, wo die beiden hingerannt sind. Wir sind am Flughafen, Tina! Zum Ausgleich habe ich am gleichen Abend noch das Bild von der zerstörten Stadt gepostet, mit der Unterschrift, wenn Iro und ich ausrasten. Hab ich das nicht in WhatsApp gepostet? Mein Kopf gesprengt. Wir haben uns doch lieb. Obwohl, eigentlich. Ja, komm her, Tina. Oh, ey, das ist unfair. Baby, burn for me. Tja, Männer, merkt man sich, niemals Tinas Kopf sprengen. Ich würde es immer wieder tun. Das war so lustig. Aber ich glaube, das ist nur einmal lustig, weil beim zweiten Mal, Tina, bitte nehme ich mit. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich auch nicht. Ich glaube aber, wir müssen hier lang. Nein, wir müssen hier lang. Ist Tina jetzt sauer auf mich? Ja. Nein, Tina kriegt einfach nur schlecht Luft durch die Nase. Außerdem, wir haben ja gar nicht deinen Kopf gesprengt. Wir haben eine Kopie vor deinem Kopf gesprengt, damit das Original bleibt. Macht's trotzdem nicht besser. War Situation. Oh Gott. Situationshumor. Hallo Biene. Und die Blümche, und die Blümche, und die Blümche. Die wollen alle nicht. Ja. Die wollen alle kein Fiki-Fiki machen. Alle so prüde hier. Oh. So, hast du den Zombie da unten denn eingesperrt, Iro? Da ist ein Zombie drin. Ja, Iro, bleib hier. Jetzt ist er tot. Oh. Der kam von da. Chicken Slap! Iro, joined your channel. Ich ruf dich an, wenn ich lachen muss. Hi, Rüdi. Wir sollten da unten dann mal das TNT rausnehmen, ne, Iro? Haben wir das nicht? Haben wir doch. Bist du sicher? Ja, ich bin mir relativ sicher, dass wir das gemacht haben. Okay. Na ja, gut, das ist ein Bild für Götter. Ein Screenshot gemacht. Yay! Ich hab ein Baby. Was ist ein Baby? Ich würde deinen Sohn aber nicht mehr Baby nennen. Bibi. Hallo, Baby Biene, hallo! Hallo! Was treibt ihr? Muss mal. Nichts Gescheites. Bienenzüchter. Wir sind bei Iro in seiner Let's Play-Welt. Haben ein bisschen Verstecken gespielt, haben uns ein bisschen geschlagen, haben uns ein bisschen gejagt und jetzt stehen wir bei den Bienen. Und was treibst du so? Ich habe gerade etwas an einzelnen Weihnachtsgeschenken noch gearbeitet. Die arbeiten jetzt gerade weiter.
Und ansonsten versuche ich gerade Opera beizubringen, dass er doch bitte ständig von selbst startet beim Windows-Start. Tina, ja. Du weißt, wenn du da AFK mit Blümchen in der Hand stehst, dass die Bienen nicht mehr arbeiten? Die sollen ja auch Kinder kriegen und nicht arbeiten. Mhm. Ich wollte dich bitten, ob du gleich mal meinen Stream kurz aufmachen kannst, lieber Rüdiger. Ja, ich wollte Moment, dir was zeigen. Wenn ich hier durch bin, ja, ja, sag kann ich das bitte machen? Aber ich finde deine Welt echt schön, Ivo. Ja, ich finde auch, die ist ganz gut geworden. Was ist denn das? Was ist was? Das ist ja ein Vulkan oder ist das ein Tempel? Das ist ein Vulkan. Nicht ganz so toll wie der von Dim? Max. Max? Mein Gott, ich kann sie fast alle nicht mehr auseinanderhalten. Das ist eine gewaltige Kerbfarm oder was ist das? Das da vorne? Nee, das ist mein Aquarium. Oh. Stimmt, da bist du neulich, da bist du doch heute vorher durchgelaufen. Ja, darunter ist hier mein momentane, meine momentane temporäre Basis. Nehmen wir jetzt erstmal was zu essen, bis Schmengler. Oh, werden eh wieder nur Haferflocken und Milch sein. Klingt nahrhaft. Ja, ist nicht so teuer. Ach so. Hi. Jetzt läuft die weg. Ein Blümchen. Ah. So, Honigpopo, komm mal her. So, zack. Nee, du willst nicht. Du? Wie nennst du die anwesenden Damen? Honigpopo. Was ich jetzt aber erstmal nicht schlimm finde. Honigpopo ist ja jetzt nichts. Oh, tatsächlich nur eine Erfahrung, finde ich. Ich glaube, ich muss gleich noch eine Stunde schlafen gehen. Ich habe so schlecht geschlafen die Nacht, ne? War so oft wach. Um 5.15 Uhr bin ich nochmal durch die Wohnung gelaufen. Ja, ich war heute auch nochmal wach. Also. Ich war mehrfach wach. Also richtig häufig. Die Temperaturen gehen wieder runter. Es ist ein Wetterumschwung. Kopfschmerzen, Nase zu, alles toll, ey. Deswegen glaube ich, ich brauche gleich eine Stunde Mittagsschlaf hier. Einfach so. Einfach so. So dreist wie ich bin. Schäm dich. Aber ich habe alles gekriegt in einem Laden. Das ist so schön. Musste ich gar nicht in noch mehr. Juhu. Ich hatte schon ein bisschen Angst, aber. Was ich jetzt noch brauche, wollt ihr der Dante mitbringen? Wenn der gleich losdrödelt. Ja. Was holt er denn noch? Kaffeepads und Medikamente. Das ist doch eine Padmaschine. Ja.
von Papa gekriegt. Senseo. Ja. Ja, das ist einfach etwas kostengünstiger. Ja, ich finde es auch insgesamt besser. Ja. Weil du ja nicht so viel Müll hast, abgesehen jetzt von kostengünstiger. So. Ja, sind ja komplett, versetzen sich ja komplett. Nee, ich bin da jetzt, also, und jetzt holt er dann halt einfach nochmal eine Runde Kaffeepatz bei Aldi, weil da ich wollte jetzt nicht nur deswegen beim Aldi halten, weißt du? Der wollte eben im Roller hoch ins Dorf und dann habe ich gesagt, dann kann er die mitbringen, dann brauche ich da nicht extra mit dem Auto, weil er jetzt wieder keinen Parkplatz gekriegt. Ja. Außerdem kannst du deinen Mann auch schon darauf impfen, dass das Horror wird. Das weiß er. Ja, bevor du schlafen gehst, magst du mein Bett rüberschmeißen. Was wolltest du denn jetzt? Guck mal. Guckig. Was für ein Horror. Oh Mann. Geil? Ja. Ich dachte, du meintest den Stinkefinger beim Schlafen. Nein. Beide krallen. Und wie lang stehen die jetzt über? 2 Zentimeter? Boah, 2, 2,5. Boah. Und voll geil. Ich feiere es. I'm very happy. Keiner will Kinder kriegen. Manu, die sind alle kacki. Geht arbeiten. Ja, die brauchen relativ lange, um wieder fruchtbar zu werden. Ja. Zeitintensives Spielchen. Ja. Bis ich mal mein Honignest hier fertig krieg. Der riesige Bienenstock. Ja, der riesige Bienenstock. Aber ich feiere sie ziemlich. Ich werde das, glaube ich, jetzt jeden Monat mir tatsächlich gönnen. Die machen lassen. Ich habe keine Ahnung. Muss ja auch ziemlich mies sein, an den eigenen Händen rumzuschrauben, weil man dann nur eine Hand hat. Richtig. Es dauert halt auch einfach immer ewig, ne? Und wenn du das den ganzen Tag machst, hast du da auch einfach abends dann nicht nur Bock, deine eigenen zu machen, sondern sehen die irgendwann ramponiert aus und ramponierte Nägel sind irgendwie blöd, wenn du die Nägel halt normalerweise ja machst, ne? Das ja. Finde ich schon dann auch nicht so toll und... Hey, Babybienchen. Und deswegen, glaube ich, also die Dani lässt sich die ja auch machen und dann können wir das einfach einmal im Monat, mache ich das dann jetzt und dann ist gut. Aha. Ja, sehe ich auch so. Ja, 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 ja.